Wir sind startbereit. Und boxen auf zum dritten Rennen Wetstar.de Diana Trial. An der Innenseite guter Start von Sconset. Daneben gleich Quickstep Girl, die sich jetzt außen hier an die Spitze setzt. Dahinter setzt Argentina außen nach, kommt näher. Und weiter innen dann Sconset. Da kam auch Gigi jetzt durch und ganz innen Mala in vorderer Linie. Aber die Führung hat hier der Gast aus Frankreich, Quickstep Girl. Dann Mala mit Argentina, Lucky Amal dicht auf an der Innenseite auf dem jetzt vierten Rang zu sehen. Dann rücken nach die Pferde im Mittelfeld. Wir sehen das Concept. Weiter außen davon ist es dann Rock My Life. Ganz außen versucht sich dann auch von weiter hinten Empty Sky ein wenig zu verbessern. Aber die Führung hat hier weiter Quickstep Girl. Argentina an zweiter Position. Drittes Pferd an der Innenkante. Dahinter ist weiterhin Gigi. Dann an der Außenseite Lucky Amal mit Mala und dicht auf Rock My Life. So geht es hier Mitte gegenüber weiter. Hinten im Feld sehen wir aktuell Milka auf hinteren Plätzen. Empty Sky versucht sich außen dann weiterhin jetzt zu verbessern. Dahinter kommt auch Pathetik etwas weiter. Ganz hinten im Moment Noble Vita und innen dahinter Milka. Jetzt sind sie ausgangs der Gegenseite. In den Schlussbogen geht es hinein und weiterhin vorne Quickstep Girl. Argentina dahinter mit Gigi, Lucky Amal, dann Mala. Außen wird Empty Sky geritten. Rock My Life rückt langsam näher. Dann haben wir dahinter Sconset und hinten im Feld noch an letzter Stelle weiterhin Milka und davor bemüht sich Pathetik mit Noble Vita. Das fällt jetzt gleich eingangs zur Geraden. Die letzten 500 Meter stehen an und immer noch einen guten Eindruck hinterlässt hier Quickstep Girl. Aber Argentina bringt sich da in Position. Mala wird gebracht in Gigi unter Druck. Weiter außen jetzt aber der Angriff von Mala, die auf freie Bahn gewechselt ist und hier attackiert. Aber Quickstep Girl ist noch vorn. Quickstep Girl, Argentina, innen kommt jetzt Gigi. Mala kommt noch nicht weiter. Jetzt kommt Sconset ganz innen, auch sehr stark in die Partie. Sconset wird immer stärker außen. Argentina mit Sconset. Zwischen beiden Quickstep Girl, Argentina und das Concept. Concept gewinnt den Wetstar.de Diana Trial Lauf hier vor Argentina und Quickstep Girl dahinter auf Rang 3. Also endgültiger Richterspruch zum dritten Rennen des Tages. Siegerin ist die 8 Sconset, zweite die 2 Argentina, dritte die 6 Quickstep Girl, vierte die 10 Gigi und fünfte die 1 Mala. Der Richter sagt sicher Hals, 1 3/4, 1 1/4, 3/4 Länge und die Zeit der Siegerin 2 Minuten 8,81. Die Quoten dazu, Sieg 6,10 Euro, die Plätze 2 Euro, 4,20 Euro und 3,50 Euro. Quote der Zweierwette 113,80 Euro, Quote der Dreierwette 2001,40 Euro und die 2 aus 4 11,50 Euro.